In unserem heutigen Copernicus-Pressevormittag geht es um die Auswirkungen der Corona-Krise auf unser Energiesystem und um die Frage, was wir daraus für die Zukunft der Energiewende lernen können. Wir haben uns ja alle mittlerweile an das virtuelle Arbeiten gewöhnt und gehen selbstverständlich davon aus, dass die hierfür erforderliche Infrastruktur zuverlässig mit Strom versorgt ist. Aber während der Corona-Krise wurde in Deutschland auch in der Stromversorgung eine Belastungsprobe gestellt. Etwa die Hälfte des Verbrauchs wurde aus erneuerbaren Energien gedeckt, so viel wie nie zuvor. Und dieser unerwartete Realtest bedeutet auch eine Lernchance für die Zukunft der deutschen Energiewende. Experten aus Netzbetrieb, Industrie und Forschung schildern Ihnen zunächst jeweils aus ihrer Sicht die aktuelle Situation und ihre persönlichen Lerneffekte. Und nach jedem der drei Vorträge haben Sie dann jeweils Gelegenheit, als Journalisten Ihre Fragen zu stellen. Es macht die Veranstaltung lebendig, wenn Sie Ihre Frage live und mit eingeschalteter Kamera stellen. Sie können aber auch gerne dazu die Chatfunktion nutzen. Unser erster Vortragender heute Morgen ist mein Projektpartner im Copernicus-Projekt Ensure, Dr. Joachim Kaps. Joachim Kaps ist Vorstand Netztechnik der Schleswig-Holstein-Netz. Er hat in Erlangen und Freiberg-Sachsen Physik studiert, war danach als Entwicklungsingenieur bei Alcatel SEL tätig und seit 2003 arbeitet er bei E.ON Netz sowie als Leiter Netzentwicklung Asset Management bei E.ON Energie in München. Seit 2011 leitete er den Bereich Netztechnik bei E.ON Netz und 2013 wechselte Dr. Kaps als Leiter Netztechnik zu Hansewerk nach Quickborn, zuständig für die Entwicklung der Strom-, Gas- und Prozessdatennetze, die Steuerung der Investitionen und Instandhaltung sowie die Netzsteuerung. Seit 2018 ist Joachim Kaps Vorstand Netztechnik bei Schleswig-Holstein Netz und verantwortlich für Netztechnik, Materialwirtschaft und digitale Technologien. Außerdem ist er Geschäftsführer des Gasnetzbetreibers Hanse Gas. Joachim, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, danke Stefan und guten Morgen in die Runde, meine Damen und Herren. Jetzt testen, ob es funktioniert hat. Es funktioniert, prima. Wunderbar. Ja, einige Eindrücke, was wir als Netzbetreiber gelernt haben aus der Pandemie, möchte ich Ihnen jetzt in den nächsten Minuten geben. Zunächst zur Ausgangslage, wer wir sind. Als Schleswig-Holstein Netz versorgen wir über unser Netz ca. 2,5 Millionen Menschen in Schleswig-Holstein und dabei auch nicht zu vergessen die Inseln, die eine ganz besondere Herausforderung auch darstellen. Zusammenarbeit mit 900 Kommunen heißt für uns ganz konkret, dass wir über die Netze in den Kommunen und die Menschen dort versorgen. Aber ein Großteil von diesen Kommunen sind auch heute schon Aktionäre an der Schleswig-Holstein-Netz. Das heißt Partner, die uns begleiten, die auch gute Dividende bekommen und die uns aber auch unterstützen bei unserem lokalen Versorgungsauftrag. Über 40.000 Anlagen aus erneuerbaren Energien speisen heute ihren Strom in unsere Netze ein. Was heißt 40.000 Anlagen? Das ist erstmal eine große Zahl, aber gerade die Kollegen, die aus Bayern sind, die kennen natürlich eine ganz andere Photovoltaik-Anzahlen. 40.000 Anlagen Wind, Photovoltaik heißen für uns 9.000 Megawatt. 9.000 Megawatt für den einen Eindruck. Das sind 6 bis 7 Kernkraftwerke. Nicht ganz korrekt, aber um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, wie hoch ist der Bezug, was brauchen die Menschen in Schleswig-Holstein? Entweder zwischen 1 bis 2.000 Megawatt. Das heißt, wir erzeugen ca. 5-mal mehr in Schleswig-Holstein an erneuerbaren Energien, als wir eigentlich benötigen. Und wir sind somit ein Kraftwerk im bundesweiten Vergleich. Und wir als Netzbetreiber stellen darüber sicher, dass über unser Netz die Menschen versorgt werden und dass mit dem ÖNB gemeinsam, TenneT in dem Fall, dass der Strom in die anderen Regionen verteilt wird. Und im Frühjahr
kam dann die Pandemie auf uns zu. Was heißt das? Mit extrem kurzer Vorlaufzeit sind wir mit der Krankheit konfrontiert worden. Natürlich hat man das weltwirtschaftlich beobachtet, aber auch der konkrete Fall bei uns. Zunächst mal begleitet mit einer hohen Unsicherheit in der Fachwelt, in der Politik und in der Bevölkerung. Und es gab wenig klare Ansagen. Worauf wir uns immer verlassen konnten, war die hohe Zuverlässigkeit des Netzes, trotz der steigenden Anteils von fluktuierenden Erneuerbaren. Denken Sie daran, dass im Frühjahr auch gleichzeitig Frühjahrsstürme da sind, vor allem im Norden der Republik, und dass wir natürlich auch verstärkt Sonneneinstrahlung bekommen haben. Die erste Erfahrung, die wir aber gemacht haben, ist, dass der Fokus der medialen Berichterstattung zunächst auf den medizinischen Aspekten lag. Völlig nachvollziehbar, dass es um Ansteckungsquoten, Anzahl von Beatmungsgeräten ging. Und bei den Bürgern ging es vor allem um die Mittel des täglichen Bedarfs. Und ich verweise jetzt erstmal auf die Nudelpackungen im Regal. Das heißt, dass die Informationen zu systemrelevanten Berufen sich auch zunächst fokussiert hatten auf Sicherheitsaspekte und eben auf die medizinische Versorgung. Die Energieversorgung war hinten dran. Kam erst im Laufe der Zeit, ich glaube so nach 2-3 Wochen, kam dann das Thema Energieversorgung auch bei den systemkritischen Berufen. Unsere Mitarbeiter haben das durchaus sportlich genommen und haben ihre Arbeit mit extrem hoher Einsatzbereitschaft durchgeführt. Wir haben als Firma sehr schnell einen Krisenstab eingerichtet, schon ab Februar. Wir haben die Mitarbeiter, die im Büro sind, die haben wir sehr schnell ins Homeoffice geschickt, haben damit auch einen Belastungstest für unsere IT gehabt, weil wir eben auch nicht wussten, wie das ist, wenn dann plötzlich ca. 600, 800 Leute im Homeoffice ist, wie das dann alles funktioniert. Und das darf man ja nicht nur bei einem Konzern denken an die eigene Firma, sondern wir sind im Konzernverbund unterwegs und alle sind ins Homeoffice gegangen. Wir haben aber auch viele Menschen, die draußen beim Kunden sind, die Arbeit an unseren Anlagen machen. Und da habe ich Ihnen rechts so ein Bild von dem Monteur gezeigt. Die Menschen haben wir sehr schnell ausgerüstet mit Masken, mit Schutzbrillen, teilweise Schutzanzügen. Und ganz banal, wir haben den Kollegen einen Wassereimer und Flüssigseife ins Auto gepackt, damit die sich im Feld auch mal die Hände waschen können. Das Herzstück eines Netzbetreibers ist die Netzleitstelle. Dort wird im Schichtbetrieb 24/7 das Netz überwacht und geguckt und gesteuert, dass das Netz an der Stelle stabil funktioniert und die Versorgung sichergestellt ist. Man Trennwände installiert, wie Sie es auch aus dem Supermarkt kennen, sodass die Leute erstmal im Raum voneinander getrennt waren, zumindest, dass es einen physischen Schutz gab. Und wir haben die Personen in Gruppen aufgeteilt, damit Infektionsketten schnell unterbrochen werden beziehungsweise Infektionen wechselseitig minimiert wird. Denn eins ist klar, ohne Netzleitstelle gibt es keinen Netzbetrieb und ohne Netz gibt es keinen Strom. Neben den Menschen, die sehr zentral arbeiten, haben wir aber natürlich auch Bautätigkeiten draußen auf den Baustellen und das ging mehr oder weniger uneingeschränkt voran. Wir haben Lieferketten teilweise Einschränkungen gehabt. Wir waren mit größerer Sorgfalt unterwegs im Bereich Personal und Dienstleistungen, bei den Wartungsarbeiten, dort, wo mehr Menschen zusammenarbeiten. Aber im Großen und Ganzen lief das sehr, sehr gut durch. Neben den technischen Arbeiten haben wir aber auch natürlich Öffentlichkeitsarbeit und Kundenkontakt. Und der wurde durchgeführt zunehmend in kleineren Gruppen und später dann mehr und mehr digital, so wie wir uns heute eben auch in einem digitalen Format treffen. Jetzt, nächste Seite. Wir haben natürlich darüber vieles über die digitale Art der Zusammenarbeit gelernt und vielleicht, weil ich das hier auch auf der Folie notiert habe, das Homeoffice war für uns ein Katalysator für die Digitalisierung. Wir haben ganz viel ausprobiert. Wir haben sehr viel gelernt und sind in diesen digitalen Formaten ganz anders zusammengekommen. Und um diesen ersten Block zu resümieren, muss ich sagen,
System- und Versorgungssicherheit war zu keiner Zeit gefährdet. Das lief wirklich exzellent gut. Die Maßnahmen wurden von den Mitarbeitern sehr gut umgesetzt, viel Verständnis und so wie wir es aus Störungsfällen auch kennen, ein unglaublich hoher Einsatz von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit hohem Einsatz, Eigenverantwortung sind die hier ihrer Tätigkeit nachgegangen. Was mir aber wichtig ist an der Stelle ist, dass wir für den weiteren Verlauf brauchen wir einen schnellen und praktikablen Umgang von Ämtern und Behörden mit Schlüsselpersonal und auch Schlüsselpersonal im Energieversorgungssektor. Und ich möchte es nicht überbetonen, aber es soll nicht unerwähnt sein, dass die Unterschiedlichkeiten von Kreis zu Kreis, und ich rede noch nicht von Bundesland zu Bundesland, dass das keine Vereinfachung stattfindet, dass das keine Vereinfachung deutet. Was haben wir technisch gelernt mit dem Blick auf das System? Und Stefan Niesen hat es gerade schon erwähnt, Stresstest im Sinne von fast 50% erneuerbarer Energien als Grundlage. Und auch darauf möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick geben. Die nächsten Bilder kennen Sie wahrscheinlich, dass die Energieversorgung in der Vergangenheit stattgefunden hat von den zentralen Großkraftwerken über die Industrie zu kleiner Industrie bis zum Haushaltskunden. Zunehmend über die erneuerbaren Energien, die in allen Spannungsebenen angeschlossen sind, findet der Stromfluss in alle Richtungen statt. Das heißt, auch für uns, so nennen wir den Kunden heute, der Kunde ist kein normaler Consumer mehr, sondern wir nennen ihn heute schon Flexumer. Flexible, Consumer und Producer. Weil er am Ende tatsächlich alles macht über Speicher, über Solaranlagen, Einspeisen, aber eben auch Verbrauchen. Und was haben wir im Lockdown gelernt? Die große Industrie durch den Lockdown, Einschränkung der Produktion, ist der Verbrauch in der Industrie zurückgegangen. Bei uns ca. 8%, bundesweiter Durchschnitt 10%. Und beim Haushaltskunden ist der Verbrauch ein Stück weit gestiegen. Das ist einfach nachvollziehbar, weil die Menschen zu Hause gearbeitet haben und die Mittagskochspitze eben beim Haushaltskunden aufgeschlagen ist. Wir lernen also in der Pandemie eine zunehmende Dezentralisierung, dezentrale Erzeugung, das hatten wir vorher schon, und auch zunehmend dezentrale Nutzung. Und das ist ja eigentlich genau der Effekt, den wir mit der Energiewende auch prognostizieren. Das heißt, dass wir hier diese Verschiebung schon mal in dem ersten Impuls sehr deutlich gemerkt haben. Wir gehen auch davon aus, dass das weiter so zieht, denn wir müssen ja auch berücksichtigen, dass das Homeoffice, was uns in der Pandemie auferzwungen wurde, dass sich das zunehmend auch als Arbeitsform etabliert. Die schwankende Erzeugung muss deswegen trotzdem berücksichtigt werden und das Netz muss umgebaut werden dafür. Die Pandemie hat also teilweise katalytische Wirkung auf das digitale Arbeiten, wie ich es gerade gesagt hatte, aber auch auf das Energiesystem. Wir haben da die ersten Erfahrungen gesammelt und wir werden diese Erfahrungen weiter in die Entwicklung einfließen lassen. Und ähnlich wie wir es bei den digitalen Formaten gemacht haben, wo wir mit den Kunden ausprobiert haben, auf welches Format die eigentlich wie reagieren, ist es mir auch wichtig, hier heute zu sagen, dass dieses Erproben, Testen, Anpassen, analysieren, dass dieses Wechselspiel, dass wir das auch brauchen, um unser Energiesystem weiterzuentwickeln. Dadurch sammeln wir die Erfahrungen, die wir in die Zukunft weiter auch nutzen können. Forschung und Entwicklung sind für uns wichtig, damit wir das Stromnetz für die Zukunft fit machen können, damit wir mehr Grünstrom aufnehmen können und dass wir unser Netz intelligenter machen und dass das nicht sofort einhergeht, in großem Umfang auch Stromleitungen auszubauen. Hier ist ein Miteinander gefordert von smarten Lösungen und aber auch klassischem Netzausbau. Die Hürde für uns Netzbetreiber ist, und das ist auch ein Punkt, den wir in Ensure mit untersuchen, ist das regulierte Umfeld der Netzbetreiber. Um Ihnen hier einen kurzen Exkurs zu geben, der Netzbetreiber arbeitet heute im regulierten Regime. Das heißt, wir sind zur Effizienz gezwungen von der Aufsichtsbehörde, von der Bundesnetzagentur. Das ist im Grundsatz erstmal richtig, stört uns aber im Bereich von Innovationen und innovativen Lösungen. Warum ist das so? Innovationen, Pilotanlagen sind per se am Anfang nicht
effizient. Das heißt, auf den Kosten, auf den Mehrkosten bleibe ich als Netzbetreiber auch dann erstmal sitzen. Und somit wirken Innovationen in dem regulierten Regime erstmal als kontraproduktiv. Oder andersrum gesprochen, die Regulierung hemmt die Innovation. Das heißt, hier hat es einen Bedarf an Anpassung des Regulierungsrahmens. Denn ohne Innovation werden wir keine Fortentwicklung haben. Ein weiterer Ausblick, den ich geben möchte aus der Pandemie, ist die Automatisierung der Netze. Und der Aufhänger ist eigentlich nicht das Thema Automatisierung. Der Aufhänger ist eigentlich die Sicht darauf, wie anfällig das System Mensch ist. Das heißt, durch die Automatisierung, ich möchte nicht sagen Digitalisierung, aber durch die Automatisierung erlangen wir mehr Robustheit für unseren Netzbetrieb, für unsere kritische Infrastruktur. Automatisierung bedeutet an der Stelle nichts zwangshaft gleich, dass die Leute alle nichts mehr zu tun haben, sondern dass es vor allem ein Schutz und eine Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen ist. Stellen Sie sich, das beste Beispiel dafür sind immer Assistenzsysteme im Auto. Sie haben heute EPS und ABS und alle möglichen Assistenzsysteme, die Ihnen helfen, gut um die Kurve zu fahren. Vor 100 Jahren hatten Sie noch nicht mal eine Servolenkung gehabt und hat sich da ganz anders bemühen müssen. Und diese Assistenzsysteme benötigen wir eben auch, um mit der fluktuierenden Einspeisung auf der einen Seite und aber auch mit diesem veränderten Lastverhalten, was ich vorhin dargestellt hatte, um da unser Netz stabil zu halten, es besser auszunutzen und trotzdem Versorgungssicherheit herzustellen. Als Schleswig-Holstein Netz betreiben wir heute neben dem Energienetz, Strom und Gas, auch ein sehr umfangreiches Datennetz. Und allein in Schleswig-Holstein steuern wir und überwachen wir unser Netz mit über 500.000 Datenpunkte. Mit dieser Chance zur Automatisierung und mit diesem weiteren Antritt geht aber auch natürlich ein Risiko einher. Das kann ich sehr schnell machen. Hackerangriffe sind in aller Munde. Man liest immer wieder davon. Und auch wir müssen uns dazu schützen, dass nicht über den Hackerangriff die Versorgungssicherheit in Frage gestellt wird. Das heißt, Automatisierung ist wichtig und der Datenschutz muss dabei auch berücksichtigt werden, auch für die sichere Energieversorgung. So wie das digitale Arbeiten wird also auch Forschung und Entwicklung von automatisierten Prozessen angeregt. Durch das können wir unsere noch besser auslasten. Und zusammenfassen möchte ich das mit einem Blick auf Ensure, wo wir genau das alles testen. Wir machen einen Werkzeugkasten von Lösungen für Topologien, für Technologien und Betriebskonzepten für die Zukunft. Wir testen innovative Lösungen und die nicht nur digital in der Simulation, sondern wir wollen auch hart reales Hardware im Feld installieren und erproben. Wofür machen wir das Ganze? Nicht zum Selbstzweck. Das Stromnetz und das Energienetz muss fit gemacht werden für die Zukunft, für mehr steigenden Grünstrom und für klimafreundlicheren Betrieb und robustere Netze. Und dann würde ich jetzt zurückgeben an Stefan. Ja, herzlichen Dank für den interessanten Vortrag, Joachim. Ja, gibt es Fragen aus Ihrer Runde? Ich denke, solange das von der Disziplin klappt, können Sie einfach die Kamera einschalten und sich unmuten und die Frage stellen. Ansonsten müssten wir das über den Chat regeln, aber bisher hat das eigentlich ganz gut so geklappt. Ich hätte tatsächlich eine kurze Frage, Herr Kaps. Es geht um das neue Lockdown, was jetzt bald sich jetzt anbahnt, sozusagen. Was machen Sie anders als bei dem ersten? Also was wollen Sie jetzt anders machen? Was sind die technischen Voraussetzungen und auch dann generell organisatorisch vielleicht? Also wir werden an der Stelle, gut, wir haben die Erfahrung gemacht aus der ersten Phase. Wir sind mittlerweile natürlich auch medizinisch ein bisschen weiter und mit den Behörden im engen Austausch, dass wir unser Personal auch besser schützen. Aber letztendlich haben wir die Maßnahmen, die wir im Frühjahr initiiert haben, die haben wir gar nicht beendet. Also vor allem das Thema in der Netzleitstelle sind wir nach wie vor in getrennten Gruppen unterwegs. Wir haben nach wie vor Trennwände, sind sehr sorgfältig, dass die Menschen da keinen Kontakt untereinander haben. Wir hatten
In der ersten Phase haben wir mehr oder weniger alle Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, die von zu Hause arbeiten können, und haben das ein bisschen stückweise gelockert. Wir werden jetzt wieder zunehmend ins Homeoffice schwenken. Also insofern, wir haben im Sommer ein bisschen die Zügel locker gelassen und jetzt sind wir ein bisschen an, aber die Maßnahmen, die gleichen, haben sich auch als erfolgreich bewährt. Danke. Dankeschön. Wolfgang Rutschies hat eine Frage. Möchten Sie Ihre Frage stellen? Sonst lese ich sie kurz vor. Die Frage lautet, sind Speichermöglichkeiten für überschüssigen Strom in Schleswig-Holstein vorhanden? Wir haben teilweise Anfragen von Speichern, aber es ist jetzt nicht so, dass wir das heute schon so verfügbar haben, um die Größenordnung, von denen ich gesprochen habe, tatsächlich abzupuffern. Nach wie vor ist das Netz und der Abtransport tatsächlich auch die effizienteste und günstigste Lösung, aber wir arbeiten in der Schleswig-Holstein Netz, aber auch mit anderen Partnern, vor allem auch in der Hansewerk AG, in der Hansewerk Gruppe, an Speicherlösungen. Speicher direkt, Wasserstofftransformation, also Power-to-X allgemein, das sind die Stichworte dazu, ja. Mhm.